ein richtiger Fuchs. Ja, du, Blackmore, also, aber wie gesagt, nur manchmal. Und ohne euch, Chat, glaube ich, bin ich manchmal ganz schön aufgeschmissen. So, was ist jetzt meine jetzige To-Do? Wahrscheinlich diese Tür hier aufmachen. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Komm doch rein. Hier drin ist wenigstens trocken. Nun komm doch. Geh doch nicht. Ey, du erkältest dich sonst auch noch. Komm jetzt hier ins Trockene, Junge. Jetzt sag mir nicht, dass du nicht ins Trockene kommst, weil hier diese eine Kiste davor steht. Besser? Das ist die Frage. Kann ich hier irgendwo hochklettern? Nein, kann ich nicht. Also ich könnte jetzt hier, aber hier kann ich auch nicht hochklettern. Nee, warte mal. War das wirklich wieder nur für den Schatten? Und falls ja, wo geht's weiter? Ja. Geht's da oben weiter? Aber wie komme ich da hin? Weil hier will er mir nicht folgen, unser Kompagnon. Kurz gucken, kann ich... Aber hier komme ich nirgendwo hoch. Ich kann hier auch nirgendwo hochklettern. Und nach rechts kann ich auch nicht. Und nach links geht wahrscheinlich auch nicht. Nee, dann ist es... Dann ist das ja hier falsch. Muss ich hier hochklettern? Auch nicht. Muss ich hier hochklettern? Nein. Muss ich hier runter irgendwie? Geht's hier irgendwo lang? Habe ich irgendwas übersehen? Hallo? Also nach links springen bringt nichts. Weil erstens... Also wir können es ausprobieren, aber ich werde sterben. So, wir probieren es aus. Okay, never mind. Ich hätte gedacht, wir sterben safe. So, kann ich hier oben irgendwas machen? Ist hier irgendwas, was ich... Nein. Okay, ich bin komplett umsonst wieder zurückgelaufen, oder was? Ja. Okay, gut zu wissen. Also springen wir hier wieder rüber. So, wir gehen mal in uns. Ich bin der Meinung, wir müssen ganz nach links oben, also nach da oben, ne? Hier auf das Geländer rauf und da irgendwie rechts rüber. Aber ich weiß halt nicht, warte mal, ja klar, ich bin ja dämlich. Ich wollte gerade sagen, ich weiß zwar nicht wie, aber ich gehe mal von aus, ich kann doch bestimmt hier klettern, oder? Guten Morgen. Manchmal... Ja, ne? Also manchmal bin ich ein richtiger Fuchs und manchmal brauche ich einfach Ewigkeiten. In dem Fall brauchte ich einfach Ewigkeiten. Super. Super, super, super. Ne, hier weiß ich wieder, okay, ich brauche hier die Kurbel. Muss hier quasi hier hin. Und sag ihm jetzt hier rüber. So, und er fängt mich jetzt hier drüben wahrscheinlich wieder auf. Geronimo! Sehr gut. So, jetzt haben wir hier eine kleine Leiter. Hier haben wir wieder eine Leiter, wo wir Hilfe brauchen. Von unserem kleinen Kompagnon mit dem wunderschönen gelben Regenmantel.
Also. Ich dachte, die wäre arretiert. Aber, nope. Ist sie nicht. So, jetzt ist die große Frage der Fragen. Kann ich hier hochklettern? Ja! Ja! Wir können die Regenrinne hochklettern. Wie geil ist das denn? Und jetzt hier hoch, ne? Jawollo! So, ich bin ein bisschen gebrandmarkt durch diese Bretter hier. Wenn die so nach oben wegstehen, habe ich ein bisschen Angst, dass es eine Falle ist. It's a trap. Aber nein, es ist erstmal im ersten... Im ersten Moment nicht. So, wieder da. Essen ist im Ofen. Und wie oft ist Benny inzwischen gestorben? Sehr oft. Ich hätte vielleicht nicht stehen bleiben sollen. Ich sollte vielleicht rennen. Okay. Würde ich sagen, machen wir das mal. Wir rennen jetzt, wir sprinten jetzt durch. Ja, nun drück doch! Und lauf weiter! Geronimo! Stürzen in... Hä? Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt schon wieder gestorben? Was hätte ich anders machen sollen? Entweder ja gar nichts anderes gegangen. Aber wir sind nicht gestorben. Und was mit unserem Buddy? Lass uns... geht's dir gut? Come on. Ich rette dich. Ich rette ihn wirklich. Cool. Steht doch beide auf. Das hält doch nicht Ewigkeiten da. Nun, hüpf. Okay. Meine Taschenlampe ist kaputt gegangen. Okay, wir sind wieder blind. Ich freu mich. So gar nicht. Aber gut. Okay. Neues Haus, neues Glück. Neue Malereien. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir ein paar Skizzen. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Ein Fernseher. Den wir anscheinend wieder einstellen müssen. Also ich hab wie gesagt immer noch nicht, was bringt uns dieser Fernseher, weil der teleportiert uns ja irgendwo hin, dann flutschen wir wieder raus, weil wir die Tür nie erreichen werden. Aber irgendeinen Hintergrund muss doch dieser Fernseher haben. Also wir stellen jetzt den Sender wieder ein. Links, rechts, geradeaus. Ja, so, so. So. Nein. Jetzt. Ja, nein, bleib doch. Ist doch, war doch richtig. Okay. Steh auf und renn zur Tür. Rennen. Nicht laufen. Nicht speed. Er macht wieder eine Slow-Mo. Come on! Come on! Wir erreichen die Tür! Komm! Komm! Let's do it! Ja! Ja! Spring! Häng dich ran! Mach die Tür auf!
Okay, mach die Tür wieder zu, mach die Tür wieder zu, mach die Tür wieder zu. Wer ist das? Lass uns gehen. Der Buddy sagt schon. Lass uns gehen. Nein! Er steigt aus dem Fernseher. What the fuck? Ich renn weg. Wer ist denn er? What the fuck? Was bist du? Wer bist du? Warum bist du? Und warum bist du 3 Meter? Der Puppendoktor. Und ich darf mich von ihm nicht catchen lassen. Slenderman habe ich auch gerade überlegt. So Slenderman-mäßig. Nur mit Mütze und einem Anzug. Okay, ich muss mich... Hide and Seek. Ich muss mich verstecken. Und unser Helferlein sagt uns, wo wir uns verstecken sollen. Wir sollen uns wahrscheinlich irgendwie hier verstecken. Wir sollen uns nicht hier verstecken. Hä? Jetzt doch unter dem Tisch verstecken? Also, unter dem Tisch sage ich schon, unter dem Bett? Wo verstecken sich kleine Kinder? Ja, unterm Bett. Aber ich dachte, ich war vorhin unter dem Bett, aber anscheinend nicht schnell genug oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Don't, nicht unser Freund! Dieser kleine, miese... Irgendwas. Im Schrank? Das sind die Schatten. Es waren alles Kinder, die Schatten, die ich eingesammelt habe. Nein! Ich will meinen Kumpel wieder haben. Gib mir meinen Kumpel wieder. Gib ihn mir. Gib ihn mir, du kleiner, fieser irgendwas. Gib ihn mir zurück. Er nimmt meinen guten Kumpel. Und das so grausam die Story ist zum Haare sträuben. Der klaut unschuldige Kinderseelen. Warum? Okay, jetzt will ich einen Hammer. Und Olle Slenderman mit dem Hammer eins über den Deckel ziehen. Also, was ist da mit ihm nicht richtig? So, wo muss ich denn hin? Muss ich jetzt nach oben? Ich muss bestimmt nach oben. Lass mich hoch. Ich hole meinen Kumpel wieder. Lass mich zu... Nein! Ich will zu meinem Kumpel. Das geht so nicht, Freundchen. Da habe ich noch ein Wörtchen mitzureden. So, da kannst du machen, was du willst hier. Ist mir egal. Hier, gib mir den Fernseher. Ich mach dich kaputt. Okay. War nicht richtig. Scheiße. Ach so, ich kann die Fernseher jetzt nutzen zum Teleportieren. Ja, das ist natürlich auch eine Art und Weise. Und Teleport! Zack! Teleport doch! Achso!
Ich muss auch noch den Stick drücken, damit ich mich teleportieren kann. So, jetzt einmal hier runter. Runter. Jetzt hier rüber. Ein bisschen balancieren. Man nennt es Balance. Es ist eine kleine Balanceakt. So, jetzt hier an den Haken. So, schwingen. Schwingen. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen Adventure Map Style. Finde ich ganz nice. Also ich mag ja Adventure Maps, so Jump'n'Run Action. Finde ich ganz, ganz cool. Okay, da oben ist der Fernseher. Ich gehe davon aus, wir müssen hier runter, weil wir uns dann runter teleportieren können. Achso, nee, nach oben. Achso, ja, doch, wir müssen ja dann nach oben. Ja, nun spring doch runter. Kann ich diese Fernbedienung nehmen? Hier brauche ich irgendwas zum draufstellen. Warte mal, kann ich das einfach ausschalten? Lol. Okay, wait. Nein, wir wollen den Fernseher nicht einschalten. Nein. Wir wollen den Fernseher auslassen. Ah. Aber wir wollen den Fernseher einschalten. Ja, dann fass ihn doch an. Ja, aber ist... Achso, ich brauche noch einen anderen Fernseher? Aber warum habe ich den denn jetzt angemacht? Okay, wenn du das liest, musst du unbedingt Stray spielen. Genau. Warum bin ich jetzt hier? Mütze. Eine Kapitänsmütze. Oh geil. Okay. War das jetzt nur ein Ort für die... Verstehe ich noch nicht. Wenn ich jetzt an den Fernseher rangehe, teleportiere ich mich doch wieder zurück zu dem anderen. Das macht doch gar keinen Sinn. Oder? Außer ich hätte nicht runterspringen dürfen. Ich hätte nicht runterspringen dürfen, weil ich muss dieses Ding hier wahrscheinlich... Ja, okay, 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 okay. Ja, I understand. Okay, ich verstehe. Nun verstehe ich. Macht Sinn. Macht kompletto Sinno. Achso. Ja. Ja. Auf den Stuhl. Hier rüber.
Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Probleme habe mit anscheinend der tiefen Wahrnehmung? Ganz leicht. Ganz leichte Schwäche habe ich anscheinend damit. So. Auf ein... Welche Taste? Auf ein neues. Okay. Ist mal direkt rüber gesprungen. War zwar gar nicht gewollt, aber ist okay. So, wir gehen jetzt ganz an den Rand und springen von hier nach da. Sehr gut. Und jetzt machen wir Geronimo-mäßig. Like a la James Bond. Yeah! Nice. Ist ja okay, ist dein Fernseher. Ich mach den nicht nochmal aus. Meine Güte, was ist da mit dir verloren? Also wirklich. Okay, Fernseher ist ihrs. Also. Da ist ja nochmal eine ganz wilde Nummer, was die hier abzieht. Na dann. Ich lass dich in Ruhe, ist mir egal. Scheiße, ich muss an den Fernseher ran. This is a problem. This is a problem. Aber warte mal, kann ich von hier aus? Geht das? Geht das? Wieder von hier? Von hier? Von hier? Von hier? Kannst du nicht die Musikantenstadel ausschalten? Nee, das geht ja, das ist ja, ein No-Go. Warte mal, ich muss mal kurz meine Kabel sortieren. Scheiße. Okay. Kabel sortiert. Gar kein Problem. Musikantenstadel läuft. Ich dachte, ich hätte gerade versehentlich den ausgeschaltet. Hallo. Hier bin ich. Aber da war sie gerade wirklich leicht unentspannt. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt einfach sage? Ja, ja, ich will dich ausmachen. Scheiße, sie geht zurück. Okay, schade. Ich dachte, ich konnte sie ärgern. Aber, nö. Nimmt sie einfach den anderen Fernseher. Den ich ja wieder einschalten musste. Leider Gottes. Ich hätte sie gerne eine Runde geärgert. Wirklich gerne, gerne. Einfach runtergelaufen wie so ein Raid AFK-Typ. Geiler Dude. Oh Gott, halt dich fest. Kletter wieder hoch. Dass das passieren kann, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber gut. So, wo ist mein Kumpel? Ich will meinen Kumpel sehen. Ich will den befreien. Lass uns... Okay. Ja,
Mortis, warum? Was ist denn mit euch nicht richtig? Warum bringt ihr... Also, was? Okay, sie bringen sich alle selber um. Aber why? Einfach why? Das war mal unfair. Muss ich erst den Fernseher umstellen? Geht das? Okay, damit komme ich zumindest direkt dahin, wo ich hin muss wahrscheinlich. Also wirklich? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt nicht den Slenderman hier reindrücken muss, ist das schon nicht so schön. Aber wir gucken mal. Ja, das obere Ding musst du dir leider selber. Ich hab ihn doch erledigt. Aber er mich anscheinend auch. Brutzel, mein Freund, Brutzel. Du hast es nicht anders verdient. Okay. Also eigentlich nicht, aber... Also ich hätte gerne den Slenderman genommen, der unseren Kumpel mitgenommen hat. Okay, also wir haben jetzt hier den Fernseher angemacht. Das ist die Frage... War, glaube ich, gerade nicht so clever. Aber vielleicht kommen wir ja mit dem anderen Fernseher wieder hoch. Okay, was passiert hier? Ach so, ich muss den einschalten. Ah, verstehe. So, wie komme ich jetzt wieder hoch? Nimm doch einfach. Nimm. Okay. Ach so! Also wenn ich jetzt den Hebel betätige, geht wahrscheinlich das Tor auf. Muss ich wieder eine Etage höher springen? Ach, das war's. Mehr geht das Tor nicht auf. Okay, verstehe. So, was haben wir hier noch? Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee. Okay, wait. Wenn ich jetzt hier hochspringe, fährt der Fahrstuhl hoch. Is it the right way? Thank you.
Okay, war das jetzt richtig oder nicht? Vielleicht musst du zwischendrin aussteigen. Du hast recht, ich muss da... Ja, okay, verstehe. Verstehe. Ja. Nein. Aber wir machen es diesmal anders. Wir fahren hoch. Runter, ich teleportiere mich, spring runter und. Kann ich. Ja, doch, gleich kann ich auch runterspringen, genau. So. Nein! Okay, wir haben es geschafft. Mein Gott. Aber ja, also wir mussten halt vorher irgendwo anders aussteigen. Okay, hier, das müssen wir wegschieben. Gehen Sie beiseite.